Hallo, guten Abend. Guten Abend. Hallo. Hallo, Herr Baum. Ja, ah, Sie sind der Moderator, ne? Ich bin Renate Baum. Ich moderiere. Hallo. Ja. Hallo, hallo. Also, freut mich sehr. Freut mich sehr. Bin ich der einzige Teilnehmer der Runde, der kein Hörgerät hat? Nein. Ich auch nicht. Ich habe auch noch alle Zähne. Einen wunderschönen guten Abend, ich grüße Sie. Hallo. Hallo, grüße Sie. Okay. Ich bin, aber meine Krawatte abbinden müssen, weil ich sie gerade beim Essen bekleckert habe. Ja, das hat gar keine mitgenommen, vorsichtshalber. Ja, aber ich wusste ja, dass er kommt und ich wollte ja nicht hinter seiner Krawatte zurückstehen. Aber noch. Ein schönes weißes Hemd. Aber auch wenn Sie sich wohler fühlen, mache ich meine ab. Habe ich auch kein Problem mit. Ja, nein, da fühle ich mich nicht wohl. Ach, das können Sie machen, wie Sie wollen. Mir geht es im Zweifelsfall besser als Ihnen. Das halten am besten. Schließlich treten bei uns frühere Parteivorsitzende nicht gleich aus der Partei aus. Ja, stimmt. Selten passiert. Ich kann mich an gar keinen erinnern. Nein. Ja, welche Wirkung hat das? Schwer einzuschätzen. Das kann. Sie schneiden alle mit, was ich hier sage, dann wird mir schon wieder schlecht. Das ist ja unser Moderator. Ja, ich grüße Sie. Wie geht's Ihnen? Mir geht es ganz gut. Ja? Ja, ich meine, politisch nicht so besonders, ehrlich gesagt. Ja. Erstens so erodiert meine Partei, was ich nur begrenzt gut finde, und zum Zweiten der Krieg. Natürlich. Dann der nimmt mich wirklich richtig mit. Also wenn ich früher morgens aufwache, habe ich eine deutlich geminderte Lebensfreude. Ja, wenn nicht umhin kommen, wahrscheinlich auch 2-3 Worte darüber zu verlieren. Ja. Wenn wir über Lüge in Politik sprechen, dann ist der Sprung zu Herrn Putin auch nicht so weit. Aber mal schauen, dass es nicht den ganzen Abend beherrscht. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer Runde, die eine interessante zu werden verspricht. Hier heute Abend im Rahmen, missverstehen Sie mich richtig, wie gesagt, eine Special Edition heute. Ein alter weißer Mann befragt 3 noch ältere weiße Männer. Mehr Diversität ist praktisch gar nicht vorstellbar. Wir werden heute Abend über alles Mögliche sprechen. Natürlich werden wir auch um das Thema des Ukraine-Kriegs nicht drumherum kommen. Mal schauen, ob es uns erschlägt. Aber es ist ja doch eine neue Stufe des Zynismus, die wir da in der Historie gezündet haben. Der Führer des größten Landes der Welt überfällt sein Nachbarland, wartet aber aus Rücksicht auf seinen Kumpel in China damit, bis bei dem, der beim Biathlon-Wettbewerb das Schießen beendet ist. Und ich glaube, alle sehnen sich schon nach Putin vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Möge seine Strafe möglichst demütigend sein, am besten, indem man ihm Zellengenossen reinsteckt, die genauso verlogen und skrupellos sind wie er, nur noch dümmer, also Tony Blair und George W. Bush. War nur ein kleiner Scherz, Sie wissen, an deren Verurteilung waren wir nie wirklich interessiert, sind ja Kriegsverbrecher aus dem Westen. Gut, angesichts dieser furchtbaren toxischen Männlichkeit, die da auf der Welt tobt, bei den Autokraten, muss ich sagen, dass mir jetzt, und ich bin überrascht, die 16 Jahre unter Angela Merkel irgendwie deutlich angenehmer noch erschienen sind. Angela Merkel, die uns 16 Jahre lang regiert hat und deren Regentschaft ja rhetorisch, sagen wir es so, sie hat ja regiert unter dem Motto, mehr Stillstand wagen, und das hat sie dann
eigentlich auch rhetorisch prima umgesetzt. Und jetzt haben wir mit Olaf Scholz auch einen sehr vernünftigen, beherrschten Mann. Das schätze ich sehr. Ein Mann, der sehr viel Ruhe ausstrahlt, finde ich. Sehr, sehr viel Ruhe. Und das ist beruhigend. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Regenten eines Landes, der einer 30-minütigen Rede nach 17 Minuten einen Atomangriff auf China befehlen würde und niemand würde es mitkriegen. Insofern seien wir froh, dass wir da verschont bleiben von diesen Auswüchsen. Es wird heute Abend um Reden gehen. Es wird darum gehen, was gesagt wird, was nicht gesagt wird, was verschwiegen wird, warum es verschwiegen wird in der Politik. Und die drei Gäste, die hier sind, sie wissen, wer kommt. Ehrlich, das sind natürlich absolute Profis. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Jahre Politikexpertise da zusammenkommen. Das ist schon großartig und ich glaube, ich muss sie auch nicht so lange vorstellen. Bitte begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus die Boygroup des deutschen Parlamentarismus, Gerhard Baum, Norbert Lammert und Gregor Gysi. Wer wohin? Ja. So, jetzt habe ich tatsächlich gesehen, dass im Publikum auch ein paar Menschen unter 40 sind. Deswegen denke ich mir, stelle ich die drei Gäste doch ganz kurz vor. Und zwar sitzt ganz links Norbert Lammert. Norbert Lammert ist geboren in Bochum, ist Diplom-Sozialwissenschaftler. Ich habe mir zum Vergnügen den Titel ihrer Doktorarbeit kurz aufgeschrieben, weil ich es zu schön finde. Es ist die Bedeutung regionaler und nicht regionaler Organisationsstrukturen im Willensbildungsprozess politischer Parteien auf unterer Organisationsebene. Respekt dazu grundsätzlich mal von mir, dass Sie sich mit dem Thema so ausführlich auseinandergesetzt haben. Sie sind seit 2004 auch Lehrbeauftragter an der Uni Bochum und seit 2008 Honorarprofessor. Und hier im Raum kennen Sie die meisten, nehme ich mal an, als Bundestagspräsident. Sie sind mit 16 in die Junge Union eingetreten. Sie sind, hier habe ich gelesen, Botschafter des deutschen Bieres. Das sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Mir persönlich hat besonders gut gefallen, muss ich sagen, dass Sie 2014 Peter Gauweiler daran gehindert haben, eine Reise auf die Krim anzutreten. Das zumindest in seiner offiziellen Funktion. Und Sie haben eigentlich keine Präsenz in Talkshows. Und Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie das eigentlich nicht machen. Zitat, allein die Zusammensetzung erfolgt erkennbar dramaturgischen Prioritäten und nicht Kompetenzprioritäten. Oh. Da Sie heute Abend hier sind, würde ich im Umkehrschluss folgern, dass die Runde kompetent besetzt ist. Insofern ein großes Kompliment an Herrn Baum und an Herrn Gysi. Dass Norbert Lammert Humor hat, weiß jeder, der ihn mal in seiner Funktion als Bundestagspräsident gesehen und erlebt hat. Zeigt sich übrigens auch über einen Hinweis auf seiner Webseite. Da steht nämlich, inzwischen fühle ich mich auch in Berlin zu Hause und genieße den Wechsel zwischen den beiden schönsten deutschen Städten. Die andere Stadt ist Bochum. Gut, in der Mitte sitzt Gerhard Baum. Gerhard Baum war mal FDP-Bundesinnenminister. Sie sind sehr, sehr lange schon FDP-Mitglied, sind auch mit dieser Partei durch dick und dünn gegangen und gelten, jetzt wird es schwierig für die, die die FDP erst in den letzten 20 Jahren kennengelernt haben. Herr Baum gilt als bekanntester Vertreter des linksliberalen Flügels. Das mag einem als Widerspruch in sich erscheinen, aber sowas gibt's, verkörpert durch Herrn Baum und Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, also Liberale, denen es vor allem um den Schutz der Bürgerrechte geht und um die Einschränkung von staatlichen Überwachungsmaßnahmen. Das haben Sie auch als Jurist, der Sie sind, auch mit Verfassungsbeschwerden mehrfach unter Beweis gestellt, indem Sie gegen den Lauschangriff geklagt haben, gegen das Luftsicherheitsgesetz und die Vorratsdatenspeicherung. Sie sind auch gewesen 6 Jahre lang in der UN-Menschenrechtskommission und haben eine Stiftung, die auch, glaube ich, in Russland aktiv
In Russland und Belarus. Genau, war und jetzt nicht mehr ist. Denn Sie sind nicht mehr aktiv da. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie feindlicher Agent sind inzwischen in Russland oder als feindlicher Agent gelten. Ah, ich habe einige Jahre für die Naumann-Stiftung Russland bereist mit meinem Buch Rettet die Grundrechte. Das ist übersetzt worden und ich habe gemerkt, wie die russische Zivilgesellschaft, wie wach und demokratieorientiert die ist. Und das geht nicht mehr. Bei meinem letzten Besuch wurde ich diffamiert als ausländischer Agent. Das gibt es nach dem Gesetz, ein Gesetz. Und musste Strafe bezahlen, weil die Stiftung, die mich eingeladen hat, mich nicht angemeldet hat. Und dann ging das nicht mehr. Also Sie müssen sich vorstellen, das Putin-Regime ist immer repressiver geworden. Nicht? Vor ein paar Jahren konnte man da noch auftreten, diskutieren und hatte ein Publikum und das ist alles vorbei. Gut, wir kommen gleich auf Putin in die Situation zurück. Zunächst noch zu meiner Linken, Herr Gysi. Schönen guten Abend, Herr Gysi. Sie sind auch Rechtsanwalt und haben damals in der DDR Systemkritiker gegen die Obrigkeit verteidigt, sind 1990 Abgeordneter der ersten frei gewählten Volkskammer in der DDR gewesen und dann Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin und 2005 Bundestagsmitglied, seitdem durchgehend Bundestagsmitglied. Seit 90 durchgehend Mitglied. Es gab nur eine Pause von 2002 bis 2005. Ah, okay, gut. Und Sie waren Fraktionsvorsitzender. Deshalb bin ich der drittdienstälteste im Bundestag. Wer ist noch älter? Schäuble ist noch länger da und Ramsauer ist noch länger da. Unter uns schaffen Sie die noch? Wir drücken die Daumen. Sie waren Fraktionsvorsitzender der Linken, sind heute außenpolitischer Sprecher der Linken. Insofern natürlich auch ein idealer Gesprächspartner für die Situation in der Ukraine. Fangen wir vielleicht bei Ihnen an, Herr Baum. Sie haben auch familiäre Wurzeln. Das heißt, Ihre Mutter ist Russin? Ja, ich habe, jetzt wird mir das immer wieder bewusst, einen Großvater, der aus Charkow kommt. Also die Familie kommt aus Charkow und ist dann nach Moskau gegangen und 1917 in der Revolution nach Berlin geflohen. Also die waren Emigranten, Flüchtlinge wie viele, nach Berlin, Charlottenburg. Und ich bin aber geprägt durch meine Vorfahren. Also meine Mutter war wirklich bis zu ihrem Lebensende in russischer Mentalität, mit russischen Freunden und so weiter. Also ich habe eine tiefe Beziehung zu dem Land, habe es 1966 zum ersten Mal besucht, habe immer wieder Kontakt aufgenommen in verschiedenen Funktionen. Ich habe auch die russischen Zwangsarbeiter gegen die Bundesregierung zum Beispiel vertreten. Das war mein besonderes Vergnügen, dann denen zu sagen, immer, ihr müsst noch mehr fordern, das ist viel zu wenig. Nicht? Ich finde das deswegen erstaunlich, weil Ihr Vater ja in sowjetischer Kriegsgefangenschaft gestorben ist. Ja. Ja. Also ich habe Beziehungen zu den Russen immer gehabt und man darf nicht sagen, Putin ist Russland. Die Russen sind die Russen und das müssen wir unterscheiden. Wir dürfen jetzt nicht anfangen, Russen zu diffamieren. Ja, wäre auch seltsam, wenn jemand sagen würde, Bernd Höcke sind die Deutschen. Insofern, wie beurteilen Sie die Situation im Moment? Na gut, wir sind ja alle im Kopf und mit dem Gefühl jeden Tag erneut damit beschäftigt. Also wenn man von morgens aufwacht, also mir geht es jedenfalls so, habe ich nicht die Lebensfreude, die ich normalerweise habe. Ich fühle mich bedrückt, ich fühle mich solidarisch, ich habe Furcht, dass sich das ausweitet, ich bin unsicher und ich meine, wie wir das beurteilen, ist ja in jeder Hinsicht klar, nicht? Das ist ein Überfall auf ein unabhängiges Land und der Biden hat heute gesagt, was ich auch für richtig halte, dass der Häuptling da ist, ein Kriegsverbrecher, übrigens nicht er alleine, sondern alle, die ihm helfen. Und ich bin gerade dabei, mit Frau Leuthaus eine Strafanzeige beim Generalbundesanwalt vorzubereiten. Wir haben ein Völkerstrafrecht seit 2002 und einer der Tatbestände ist Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Angriffskrieg. Das trifft zu. Wir legen jetzt eine Strafanzeige vor mit Tätern. Also wir haben ausfindig gemacht, welche Kommandeure wo tätig waren. Mariupol, Beschießung eines Krankenhauses und ordnen die Tat einem
Täter zu. Das heißt, wir setzen ein Verfahren in Gang, das sowieso beim Generalbundesanwalt schon läuft, und füttern das an, reichern das an mit Fakten, mit Informationen, die wir aus der Ukraine bekommen. Das heißt also, ganz wichtig, Beweise sammeln. Wir haben ja selten so viele Beweise gehabt wie jetzt, die ganzen Fotos. Es ist ja alles sehr transparent. Wir haben Flüchtlinge, die uns Auskunft geben. Wir haben Quellen in der Ukraine. Das heißt also, wir sammeln, wie in solchen Fällen üblich, zunächst einmal die Fakten. Und dann werden sie bewertet, auch wenn das jetzt nicht zu einem unmittelbaren Haftbefehl führen würde, ist es jedenfalls ein Beginn eines Verfahrens, der dem Betroffenen sagt, ihr kommt nicht ungeschoren davon. Wir vergessen das nicht. Könnte man Putin überhaupt habhaft werden, solange er noch Präsident ist? Genießt er nicht Immunität oder ist das dann ja, das ist auf die Zukunft gerichtet? Also ich meine, ich habe ja eben den Wert darauf gelegt, auf die ausführenden Organe. Mhm. Nach dem Kriege hier wurden die Nazis ja sozusagen in Ruhe gelassen, wenn sie nicht selber jemanden totgeschlagen haben. Es musste also eine Beziehung zu einer Tat hergestellt werden. Und also die Kommandeure, die mit Ausnahme an einiger in dem großen Auschwitz-Prozess blieben ungeschoren. Jetzt sagt das deutsche Recht, ihr könnt euch in solchen Situationen nicht auf Befehle berufen. Ihr seid selber verantwortlich. Ihr müsst entscheiden, ob ihr das mitmacht oder nicht. Und wenn ihr mitmacht, seid ihr mitverantwortlich. Und das gibt es erst seit 2002. Wir haben erst seit 2002 einen internationalen Strafgerichtshof, der auch tätig ist. Und wir haben das Völkerstrafrecht. Das ist die juristische Seite. Putin verachtet ja das Völkerrecht. Wir müssen das Völkerrecht aktivieren. Die Generalversammlung ist aktiviert worden mit einem aufsehenerregenden Beschluss. 131 Staaten haben das Wort dazu. Eine Mehrheit gab es noch nie. Also wir müssen die Abwertung des Völkerrechtssystems, auf dem unsere Zivilisation beruht. Die UN-Charta ist beschlossen worden mit der Abwertung, Absicht, Kriege zu vermeiden. Das ist der erste Satz der UN-Charta. Wir müssen also dieses Völkerrecht zu uns zusammen, müssen wir bewahren und wir müssen dagegen kämpfen, dass nicht das Recht, sondern das Recht des Stärkeren dominiert. Das geht nicht. Herr Lammert, Sie sind ja seit 2018 auch Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung und haben auch zwar in Kiew und in Charkiw auch Niederlassung. Wie beurteilen Sie die Lage in der Ukraine gerade? Ich habe da keine über die eigentlich allgemein zugänglichen Quellen hinausgehenden, vertieften Einsichten. Mich hat nur selber auch nachträglich, doppelt nachdenklich gestimmt, dass nach unserer Empfehlung und schließlich Aufforderung an unsere Mitarbeiter in den Büros in Kiew und Charkiw, rechtzeitig das Land zu verlassen, die selber die Lage für nicht so dramatisch gehalten haben, dass sie sofort und schon gar gerne dieser Aufforderung gefolgt sind, sondern dass sie buchstäblich eigentlich hierher kommandiert werden mussten, weil vermutlich in einer Verbindung von Engagement für die Aufgabe, ja, und einem weit verbreiteten Wunschdenken, sich die Wirklichkeit schöner vorzustellen, als sie ist, Das haben viele gemacht, glaube ich. Diese dauernde Drohung, die da war, wurde dann irgendwann nicht mehr ernst genommen von vielen. Herr Gysi, Sie waren auch überrascht, dass er dann tatsächlich in die Ukraine einmarschiert ist. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich hatte tatsächlich immer das Gefühl, dass er beherrscht bleiben würde. Ich habe es nicht geglaubt bis zur Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken. Da wusste ich, dass er einmarschiert. Aber da wusste ich natürlich nicht wirklich bis Kiew oder nur Donbassgebiet etc. etc. Ich sage es noch einmal, ich habe während der letzten Jahre immer wieder auf Fehler der NATO hingewiesen. Da muss ich auch nichts zurücknehmen. Aber es gibt keinen einzigen Fehler der NATO, der den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins rechtfertigt. Kein einzigen. Ja. Dafür, das ist absolut richtig. Das ist das Entscheidende. Aber was Herr Baum gesagt hat, finde ich völlig richtig. Das Völkerrecht wurde seit 1990 nicht mehr als so wichtig angesehen.
die Demokratien hatten über den Staatssozialismus so eindeutig gesiegt, und vorher war das ja so austariert zwischen USA und Sowjetunion, dass man eben meinte, es nicht mehr so zu benötigen. Zum Beispiel, als ich gegen den Krieg gegen Serbien war, wurde mir eben erklärt, ich soll das nicht immer juristisch sehen. Ja, das ist aber eben schwierig. Wenn wir es nicht unter dem Gesichtspunkt des Völkerrechts betrachten, dann haben wir gar kein Recht zwischen den Staaten. Und dann herrscht eben nur das Recht des stärkeren Staats über den schwächeren Staat. Und dafür ist ja das Völkerrecht eigentlich gedacht, um das auszugleichen. Also ich sage, wenn dieser Krieg hoffentlich bald beendet ist, und er ist grausam, er ist verbrecherisch, und wir müssen ihn schärfstens verurteilen, ich finde das auch richtig, was Sie machen, Herr Baum, diesbezüglich, müssen wir unbedingt zurückkehren zur Diplomatie, zu Interessenausgleich und zum Völkerrecht. Und zwar in jeder Hinsicht. Ja. Und bloß, ich sage nochmal, Putin kann sich darauf nicht rausreden. Natürlich sage ich, der Krieg gegen Serbien war völkerrechtswidrig, auf die Abtrennung des Kosovo, vor allen Dingen auch der Krieg der USA gegen den Irak war völkerrechtswidrig, aber nichts davon rechtfertigt den Krieg von Putin. Und er hat, glaube ich, ein imperiales Denken. Ja. Graf Lambsdorff hat versucht, mich davon zu überzeugen, dass er wahrscheinlich zurück will zur Größe des alten Russischen Reiches und dann nicht zur Sowjetunion. Also ich glaube, Litauen, Island interessiert ihn nicht. Aber dieses alte Russische Reich, das so bis 1917 existierte, ja, das ist völlig absurd, das geht nicht mehr. Und er kann die Entwicklung auch nicht so zurückdrehen. Und er stößt ja auf Widerstand in der Ukraine, mit dem er so offenkundig nicht gerechnet hat. Und dann gibt es natürlich auch Lageberichte in Russland. Wissen Sie, was das Schlimme ist? Wir haben ja keine Beziehung zu irgendjemandem, zu dem er offen ist. Ja. Ich weiß nicht, was bei dem Gespräch von Schröder mit ihm rausgekommen ist. Das interessiert mich natürlich, weil ich denke, er hat ja zu Schröder mehr Vertrauen als zu unserem Kanzler. Also ist er vielleicht offener, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin ihm nie begegnet, deshalb hat es auch gar keinen Sinn, dass ich mich versuche, an ihn zu wenden. Immerhin hat Putin Schröder davon überzeugt, dass er die Ehrenbürgerschaft von Hannover abgibt. Ja. Ja, also hat Hannover nur ein einziges Mal eine Ehrenbürgerschaft aberkannt, das war bei Hitler. Also insofern, das wurde aber auch Zeit, wenn ich also mal Ich finde das sehr gut, was Sie gesagt haben, Herr Schily. Es gab natürlich einen Völkerrechtsbruch im Irakkrieg, ohne Zweifel. Den hat man weggesteckt, aber es gab im Unterschied zu heute keinen unabhängigen demokratischen Staat, der überfallen wurde, sondern es gab immerhin ein Folterregime, Saddam Hussein. Das rechtfertigt nicht den Völkerrechtsbruch. Weil das Völkerrecht nicht unterscheidet zwischen Diktaturen, Kosovo, Demokratien und autoritären Staaten. Das sind die Argumente jetzt auch von Putin. Er sagt, ich mache das, was ihr im Kosovo gemacht habt, mache ich jetzt. Im Kosovo gab es 100.000 bereits getötete Bosnier und es gab Srebrenica, muss man auch, bevor der Angriff erfolgte auf Milosevic. Das sind Unterschiede. Und es ist auch nicht so, das haben Sie eben auch gesagt, gibt ja noch ein anderes Argument, wir hätten zugesagt, die NATO käme nicht in Russlands Nähe. Dann möchte ich mal wissen, welcher Deutscher wirklich mit gutem Gewissen die von uns unterdrückten osteuropäischen Staaten daran hindern konnte, ihr eigenes Bündnissystem zu suchen. Nicht? Das wäre doch unmöglich gewesen. Außerdem haben wir nichts zugesagt. Und wir dürfen ja uns nicht auf die Fährte locken lassen. Die NATO bedroht doch niemanden. Die ist doch gar nicht in der Lage, wie wir gemerkt haben, jetzt mit unserer Bundeswehr jemanden zu bedrohen. Naja, das will sie auch nicht. Und sie ist abhängig. Sie ist abhängig von X Parlamenten. Wir haben eine Parlamentsarmee. Die muss zustimmen. Also sich vorzustellen, dass die NATO irgendjemanden bedroht, davon müssen wir uns wirklich verabschieden. Von dieser Ansicht. Ja, aber ich bin mir nicht so sicher. Ich würde Sie sind einmarschiert in Serbien und ich Afghanistan. Ich würde da Herrn Gysi so, also zustimmen. Also ich finde schon, dass die Völkerrechtsbrüche vorher eklatant waren. Und wir sprechen ja schließlich von Hunderttausenden von Toten im Irak und in Afghanistan. Ich bin auch der Meinung übrigens. Wir reden von der NATO. Also ich habe das alles miterlebt. Ohne NATO hätten wir keine Wiedervereinigung bekommen, damit das nochmal in Erinnerung gerufen wird. Ja. Nicht wahr? Ohne das Vertrauen unserer Westalliierten und das Vertrauen der Russen, das wir uns auch erarbeitet haben. Ohne Gorbatschow also, auch nicht. Gorbatschow und Bush, der Ältere vor allen Dingen, diese beiden, hätten wir keine Wiedervereinigung bekommen.
Was ich meinte ist, ich glaube, dass es gibt ein sehr dickes, hervorragendes Buch von einer Amerikanerin namens Cerotti, die mal analysiert hat, ob es Versprechen gab bezüglich der Nichtausbreitung der NATO, und es gab haufenweise Versprechen. Die sind alle gebrochen worden. Nur bin ich, wie Herr Gysi, der Meinung, dass alles bringt überhaupt nichts. Ist nichts gebrochen worden. Es rechtfertigt nichts. Gibt das rechtfertigt diesen Angriff nicht, das ist keine Frage. Sie wissen, dass 1997 dann ein Vertrag gemacht worden ist, wo dann gesagt wurde, ihr Osteuropäer könnt das Bündnissystem frei wählen. Und dann wurde als Bedingung oder als Zusicherung an die Russen war, dass eine Verminderung der Waffen in dem Bereich der NATO in Europa stattfindet. Also was die atomare Bewaffnung und so weiter angeht. Diese Vereinbarung wird jetzt aufgekündigt, nicht? Weil wir uns auch atomar bedroht sehen. Bezüglich Putin habe ich mich gefragt, er hat ja damals 2001 im Deutschen Bundestag diese Rede gehalten, die immer wieder zitiert wird, wo er auf Deutsch von der Harmonie in Europa und Zukunft gesprochen hat und Russland davon ein Teil sein sollte. Hat er da gelogen? Oder war das Ihrer Meinung nach damals ernst gemeint und er hat sich im Laufe der Zeit sozusagen einfach abgewendet und seiner eigenen Vorstellung eines großen russischen Reichs mehr und mehr, mehr gefrönt? Wen fragen Sie? Sie. Da ich ihn nicht kenne, kann ich letztlich nicht beurteilen, was in seinem Kopf für Gedanken sich abspielen. Aber ich glaube, dass er das damals ernst meinte. Und der Westen hat es nicht so ernst genommen. Weil eben Obama sagt ja auch, er ist der Chef einer Regionalmacht, sie haben Russland nicht ernst genommen. Das verstehe ich sogar. Der Jelzin torkelt immer betrunken von einem Flugzeug zum nächsten etc. Das hat dieser entsetzliche Tschetschenienkrieg, das hat alles mit dazu beigetragen. Und ich glaube, dass das falsch war. Da ich Männer kenne und deren Eitelkeit, da ich ja auch mich kenne und andere, sage ich, da ist natürlich persönlich seine Eitelkeit schwer verletzt worden. Und wenn du so viel Macht hast wie er, also wie ein früherer Zar, dann kann das auch entsprechende Folgen haben, dass er uns zwingen will, ihn ernst zu nehmen in anderer Hinsicht. So, aber ich glaube, er meinte das damals ernst. Und da sagt auch Friedrich Merz heute, er sagt, ich werfe mir als Fraktionsvorsitzender vor, dass ich nicht darauf bestanden habe, dass die Regierung all diesen Angeboten wirklich nachgeht. Das haben sie eben nicht gemacht. Jetzt haben wir einen anderen Putin. Das ist nicht mehr der von damals. Jetzt hat er einen völlig anderen Charakter und ist auch sehr unangenehm. Und wenn das stimmt, was ich erfahre, hat er auch nur sehr wenig Berater. Ja. Also es ist nicht so, dass er sich in breiten Kreisen versucht, irgendwie zu orientieren, sondern so eine ganz kleine Gruppe. Und dann wird deine Sicht immer enger. Ich habe sogar gehört, dass es immer einen offiziellen Bericht gibt über den Verlauf des Krieges und einen, den er kriegt. Der dann geschönt ist, weil die wieder fürchten seine Laune, wenn er den Originalbrief liest. Aber ob das alles stimmt, weiß man natürlich nicht. Es gibt so viele Gerüchte, kann man letztlich alles gar nicht beurteilen. Aber in einem bin ich sicher, der heutige Putin ist nicht der damalige. Also wie wir heute sehen, hat er das alles sehr genau vorbereitet. Ja. Er hat vor einem Jahr einen Artikel geschrieben, da steht alles drin, was er jetzt macht. Ja, er hat die russische Gesellschaft mundtot gemacht. Nicht? Es geht kann keiner mehr ungestraft auf die Straße gehen. Sie dürfen das Wort Krieg ja nicht mal mehr verwenden. Er hat also die innere Widerstand hat er beseitigt, um freie Hand zu haben nach außen. Und also im Grunde hängt der, habe ich das heute irgendwo gelesen, bei Krastev, der sehr gut analysiert im Spiegel, der hängt an der alten Sowjetideologie, ja, an der KGB-Ideologie. Und dieses Großrussland, was er sich vorstellt, das ist ein Geschichtsdenken, das ist, fällt aus der Zeit, nicht? Und das treibt ihn an. Und er hat dann in den letzten 15 Jahren auch keine Kontrollmechanismen mehr gehabt, also keine gesellschaftlichen, aber auch im persönlichen Umfeld niemanden Nein. mehr. Irgendwann also, ist nur noch umgeben von. Ich würde gleich mal gerne, will aber nicht vorgreifen. Aus meiner Sicht sind die wichtigsten Gespräche jetzt zwischen China und den USA. Nicht? Was passiert da? Und die Chinesen haben ein funktionierendes Politbüro. Also der oberste Häuptling wird da beobachtet von Leuten, die jede Schwäche ausnutzen. Putin hat nichts mehr, nur Leute, die ihm hörig sind und die er mit Geld eingekauft hat. Die sind ja alle korrupt bis zur Halskrause, nicht? Die haben das Land ausgeplündert. Wo wir bei Gerhard Schröder sind. Nein. Ist diese fehlende
Man weiß das jetzt erst zu schätzen, diese vielen Kontrollmechanismen, die in unserem System herrschen, wenn man sieht, wie es ohne denen ablaufen kann. Kommen wir ein bisschen zur hiesigen Politik. Sie sind ja alle drei unfassbar lange in der Politik. Darf ich mal als Außenstehender, ich bin zwar übers Kabarett auch ständig mit Politik beschäftigt, aber darf ich mal fragen, Herr Lammert, woher diese Faszination? Sie also, leben von uns. Ich weiß, ja? Ich weiß. Das mag klar ich lebe, zu sagen. Ja. Ich lebe von Ihnen. Ja. Danke dafür an der Stelle auch. Ja. Aber es gibt so wahnsinnig viele schöne Dinge, die man im Leben tun kann. Wirklich unfassbar viele schöne Dinge. Warum so lange Politik? Also, wenn ich die Frage gestellt bekommen hätte, als ich als etwa 30-Jähriger erstmals in den Bundestag gewählt wurde, 1980, hätte ich wahrheitsgemäß geantwortet, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier länger bleibe, begrenzt sich statistisch auf 8 bis 10 Jahre. Das ist die durchschnittliche Verweildauer von Abgeordneten in funktionierenden demokratischen Systemen mit regelmäßig stattfindenden Wahlen. So, und meine Erwartung war, ich war zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt politisch sensibilisiert, interessiert und hätte mir nach dem Studium eine akademische Laufbahn mindestens so gut vorstellen können wie eine praktische politische. Mich interessierte aber die andere Seite der Theke. Und als sich die gewissermaßen anbot, habe ich gedacht, dann machst du das halt mal 10 Jahre. Dass das dann so lange geworden ist, war ja weder planbar noch vorhersehbar und hat subjektiv ganz viel damit zu tun, dass ich im Laufe von beinahe 40 Jahren ganz unterschiedliche Dinge machen konnte, teilweise auch musste, die wiederum auch in meiner politischen Vorstellung so nicht unbedingt vorgesehen waren. War denn der Posten als Bundestagspräsident, hat der am meisten Spaß gemacht, wenn man zum Beispiel ja, Herrn Gysi... Ja, also subjektiv Gysi, war das war subjektiv mein Job, ja. Deswegen haben mich ja auch andere Angebote oder Nachfragen nicht ernsthaft in Versuchung Aber Herr Lammert, können. Sie haben auch uns Spaß gemacht. Das tut mir leid. Das Amt so. Dann würde es Ihnen noch mehr leid tun, dass Sie mir noch mehr Spaß gemacht haben. Aber es gab einen wirklich geborenen Bundestagspräsidenten. Das war Professor Dr. Lammert, muss ich sagen. Zum Beispiel den Schäuble habe ich ja auch erlebt. Ich komme mit Wolfgang Schäuble auch kurz hin, aber das ist überhaupt nicht sein Job. Das merkst du, das liegt ihm überhaupt nicht. Er ist so ein Mann der Exekutive. Und er ist eben jemand, der, und du bist erst Demokrat, wenn du wirklich begriffen hast, dass es nicht nur unterschiedliche Interessen gibt, sondern dass es unterschiedliche Interessen geben muss. Und wenn das so ist, dass du dann unterschiedliche Vertretungen im Parlament haben musst. Und wenn du das erstmal richtig begriffen hast, ich sage immer, ich wünsche mir nie, es gibt konservative Interessen, die ich nicht vertrete. Also muss es die Union geben, die sie vertritt. Ich meine, sie könnte natürlich kleiner sein nach meinen Vorstellungen, das war was anderes. Aber noch ohne. Kleiner wäre dann auch übertrieben. Ja. Wir sind noch viel kleiner, aber mal abgesehen davon. Aber wissen Sie, ohne würde in einer Demokratie etwas fehlen. Und wenn du das nicht begreifst und immer denkst, du bist ja der Einzige, der allein Recht hat und die unterschiedliche Interessenlage nicht begreifst, dann ist das sehr schwer, Parlamentspräsident zu sein. Und ich glaube, dass er deshalb wirklich, muss ich einfach sagen, ein guter Parlamentspräsident war, dass er mich in den Redezeiten immer so begrenzt hat. Ja, das ja, ist etwas ganz anderes. Ja. Aber mit spürbarer Freude, muss ich sagen. Also ja, das, mit spürbarer Freude. Man konnte das von außen sehen, das war nicht gespielt, die Freude. Ne? Das war schon. Nein, im Gegenteil. Ich habe ständig mit der Grausamkeit der durch seine Fraktion knapp bemessenen Redezeiten mit Gregor Gysi mitgelitten. Musste aber im Interesse seiner Fraktion darauf aufmerksam machen, dass er gerade mal wieder dabei war, die verbleibende Redezeit für seine Kollegen zu verspeisen. Was gar nicht so schlecht gewesen wäre. Ja, Sie haben auch deutlich gemacht, dass die Parteien in wichtigen Fragen mehr verbindet als trennt. Ich meine, da wird ja ein
eine Show aufgeführt. Man ist dagegen, weil die Regierung dafür ist. Ja, also, und hinterher sitzt man zusammen und sagt, ja gut, also das muss man halt sagen. Also diese Hahnenkämpfe, die da ausgeführt werden und das Verweigern, mal den Wählern die Wahrheit zu sagen. Das ist ohnehin eine Krankheit. Wer sagt denn, dass das Geld kostet, dass das schwierig ist? Wann sagt mal ein Politiker, dass er nicht genau weiß, wie sich das Problem löst? Sie haben das aufgelockert. Sie haben da zur Parlamentskultur beigetragen, indem sie manchen, der sich da gespreizt hat, sozusagen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt haben. Und er war selbstkritisch zu seiner Partei. Da kann ich Ihnen ein Beispiel nennen. Wir hatten mal einen Bundesumweltminister Röttgen. Und der hat im Dezember eines Jahres vorgestellt ein neues Energiegesetz mit Verlängerung der Laufzeiten der AKW und sagte, das sei eine Revolution, das Ganze. Dann kam Fukushima. Dann kam unsere Kanzlerin nach einem Wochenende und sagte, alles schließen. Das hat sie dann auch durchgesetzt und der arme Röttgen musste das jetzt begründen und sagte, ja, wir machen heute eine Revolution, also wir schließen jetzt alle AKW. Und danach war ich dran und habe gesagt, sagen Sie mal, Röttgen, im Dezember haben Sie uns doch erklärt, dass die Verlängerung der Laufzeiten der AKW eine Revolution sei. Heute erklären Sie uns, dass die Schließung eine Revolution sei. Könnte das sein, dass die Union den Unterschied zwischen einer Revolution und einer Konterrevolution noch gar nicht begriffen hat? Und wissen Sie, was der Präsident sagt? Ja, ohne Ihr Fachwissen wirst du das nie begreifen. Sie haben ja, als Sie ein paar Abschiedsworte im Parlament gesagt haben, gesagt, dass Herr Lammert die Demokratie verstanden hat. Ja. Und ich glaube, das hat man gespürt, tatsächlich auch als jemand, der vielleicht politisch anderer Meinung ist, ja, dass da jemand unabhängig und neutral zu Werke geht. Die Motivation, so lange in der Politik zu bleiben, würde mich bei Ihnen beiden auch noch interessieren. Sie sind politisch sozialisiert worden durch die Ungerechtigkeit auch des Naziregimes und des Krieges. Ja, ich habe da als junger Mann gemerkt, die alten Nazis sind noch da. Ich habe auch der Endphase der Nazis noch miterlebt, also gespürt, was das für ein Unrechtssystem ist. Und dann bin ich politisch wach geworden und habe mich umgeschaut auch und habe gesagt, verdammt nochmal, die sind ja noch da. Und viele und in Schlüsselpositionen. Und da gab es eine Diskussion damals, wir brauchen einen Schlussstrich. Ja, wir nicht zurückblicken nach vorne. Und wir Jungen wollten, wir wissen, was passiert ist. Und wir wollten wissen, wer verantwortlich ist. Und dafür haben wir gekämpft. Auch ich, die FDP war zum Teil, wo ich eingetreten bin, Nordrhein-Westfalen, da gab es Netzwerke von alten Nazis. Nicht? Ich hatte keine andere Alternative. CDU wollte ich nicht gehen, die waren mir zu klerikal. Die Sozialdemokraten waren ja noch auf einem ökonomischen Weg, der mich auch nicht gemacht. Da habe ich gesagt, gehen die FDP, aber verändere sie. Ja, das muss man auch jungen Leuten sagen, sie können was verändern. Nicht? Das müssen sich hinter denen hinsetzen und alles nachreden, was die Alten sagen, sie können was verändern. Und dann habe ich also auch wirklich Sorge gehabt, ob die Demokratie gelingt, muss ich Ihnen sagen. Das war nicht so sicher. Und das ist dann anders geworden. Er hat Bewährungsproben bestanden. Die Demokratie war Anfechtungen ausgesetzt. Sie ist auch manchmal eingebrochen, in der Art zum Beispiel, wie die RAF dann im Extrem bekämpft worden ist. Manchmal sind also Verfassungsprinzipien, Sie haben das erwähnt, unter die Räder gekommen. Aber wir haben also zum Beispiel bestanden die große Debatte über die neue Ostpolitik, nicht die Grundlage dessen, was wir heute in Europa haben, nämlich ein Friedensprozess mit dem Osten, den Kalten Krieg beendet. Und das müssen Sie sich vor Augen stellen, führen die Jüngeren, das war eine Polarisierung unserer Gesellschaft. Also ich war Bundestagskandidat, hat man auf der Straße Prügel angedroht, gesagt, ihr opfert unser Land den Kommunisten. Ja? Berlin wird kommunistisch, war eine aufgehetzte Stimmung. Und dann gab es diesen Aufbruch der Verträge mit der DDR. Wir haben dann wirklich die osteuropäischen Staaten anerkannt. Dann gab es Solidarność in Polen nach dem Helsinki-Prozess, der eine ungeheure Wirkung hat. Müssen Sie sich vorstellen, die Russen haben Brezhnev in Helsinki
Helsinki einen Vertrag abgeschlossen, Wirtschaftsentwicklung, Frieden und Menschenrechte. Und dann kamen die Solidarność, haben gesagt, jetzt wollen wir die Leute mal beim Wort nehmen. Sind runtergeputtert worden, am Ende hatten sie Erfolg. Also es sind Prozesse gewesen, die auch in der Bewältigung unserer Vergangenheit, die unsere Demokratie stärker gemacht haben. Jetzt habe ich die Sorge, dass es also in unserer Gesellschaft Kräfte gibt, die sich von der Demokratie abwenden und die also das laut tun oder leise tun und die also, ich würde mal sagen, Systemverächter sind. Und das ist eine Gefahr, die wir nicht unterschätzen sollen. Die Demokratie muss jeden Tag verteidigt werden, sonst geht sie vor die Hunde. Sie sind ja eine Partei, wenn ich mal ganz ketzerisch fragen darf, die es geschafft hat, die Nazis dann loszuwerden. Aber 1971 hat sich Ihre Partei ja ein relativ sozialliberales Programm gegeben, ja, mit Kritik am Kapitalismus. Ja, ja, und mit Dahndorf und Mayhofer. Wir haben gesagt, dass also ein Gesellschaftssystem, das nicht dafür sorgt, dass ein Austausch zwischen Arm und Reich stattfindet, die Freiheitsfrage nicht beantwortet. Das ist eine Freiheitsfrage. Übrigens auch der Umweltschutz, eine Frage der Menschenwürde. Ja, eine Freiheitsfrage. Das steht da alles drin. Das war das erste Umweltprogramm einer Partei. Und dann gab es 1982 die Wende zu ihrer Partei, die Sozialdemokraten allerdings mit verursacht haben. Sie haben ihren Kanzler mitgestürzt. Und dann ist die FDP in ein anderes Fahrwasser gekommen. Das hat mich von ihr, ich habe mich nicht verändert, aber die FDP hat sich verändert. Und das hat mir sehr wehgetan, viele Jahre, muss ich sagen. Sind Sie deswegen noch bei der FDP, obwohl die FDP sich ja in den letzten 20, 30 Jahren deutlich abgewendet hat von diesem vom Programm 71? Und eher neoliberal sich aufgestellt hat, ist da Hoffnung, dass sich doch noch was ändert? Oder? Ja, es gibt auch jetzt Hoffnung. Es gibt junge Leute, die zu mir kommen und die gute Politik machen. Es gibt da verschiedene Strömungen in der FDP und ich bin da ganz zuversichtlich und wissen Sie, was soll man jetzt machen nach so vielen Jahren Mitgliedschaft? Nicht? Also außerdem kann ich mehr bewirken, wenn ich noch in der FDP bin. Nicht? Also der Faktor, dass die FDP sich über mich ärgert, ist dann etwas stärker, nicht? Als wenn ich. Kommen wir zurück zu dem Problem, das Sie angesprochen haben, das ja, glaube ich, das Kernproblem ist, über das wir heute Abend auch sprechen. Eine Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung im Jahr 2019 hat ergeben, dass weniger als die Hälfte der Befragten mit dem Funktionieren der Demokratie zufrieden sind. Die Unzufriedenheit an diesem System, woran liegt das? Ist das auch durch Politiker verursacht, die, wie Sie gesagt haben, den Leuten nicht reinen Wein einschenken, die nicht sagen, so Leute, das tut jetzt weh, das kostet was, das kommt auf euch zu, sondern eben diese rhetorischen Schlachten im Bundestag aufführen, um als Sieger medial rauszugehen. Herr Lammert, du weißt das sicher besser. Also ich habe das immer festgestellt, Allensbach-Untersuchung über viele Jahre, es gibt eine Stimmung gegen die Parteien, immer. Mal mehr, mal weniger. Manchmal ist sie bedrohlich, weil es geradezu parteiverachtende Stimmungen gibt. Ja, da gibt es viele Analysen. Da nehmen die Parteien eigentlich auf, was die Leute fühlen, was sie denken. Erklären sie ihr der Bevölkerung wirklich, wie kompliziert die Welt geworden ist. Die Leute sind unsicher, sie wissen nicht mehr, hat die Politik überhaupt noch die Kontrolle über das, was in der Welt vor sich geht, Flüchtlingsprobleme, Digitalisierung, Globalisierung, was passiert da? Und jetzt, sie fühlen sich nicht richtig betreut oder beraten und geführt. Die Politik braucht Vertrauen. Es muss immer wieder Vertrauen aufgebaut werden. Das ist eine Aufgabe, die man jeden Tag wahrnehmen muss. Und dann muss man hoffen, dass die Bevölkerung das akzeptiert. Die Wahlbeteiligung ist ja wieder ziemlich hoch, nicht? Also da gibt es gibt keine Alternative zu den Parteien, nicht? Das muss man sagen. Die Parteien haben eine nach dem Grundgesetz eine sehr starke Stellung. Und ich sage manche jungen Leute, die unzufrieden sind, geht doch in die Parteien, ihr könnt das verändern. Ja? Bleibt nicht draußen, engagiert euch. Aber es gäbe doch auch die Möglichkeit, Herr Lammert, durch Beteiligung von Bürgerräten oder Volksentscheiden, die Leute vielleicht
vielleicht mehr an dieses System zu binden und mehr auch einzufordern von Ihnen an Engagement? Ja, gibt es. Ich glaube auch, dass man davon in einer sorgfältigen Weise stärker Gebrauch machen sollte. Es gibt erkennbar in der jetzigen Generation ein ausgeprägteres Bedürfnis an Mitwirkung an Entscheidungen, von denen man sich selbst betroffen fühlt. Trotzdem ist die Bemerkung von Herrn Baum richtig. Diese Art von im weitesten Sinne bürgerschaftlichem Engagement kann Parteien nicht ersetzen. Es ist kein schierer Zufall, dass bis heute auf dem Globus noch keine funktionierende Demokratie gefunden worden ist, die nicht als Parteiensystem funktioniert. Deswegen sollte man die Parteien weder in ihrer Bedeutung unterschätzen, noch sollte man sie glorifizieren. Richtig ist, dass unter allen politischen Institutionen die Parteien den mit Abstand stabilst miserabelsten Ruf haben. Und ich würde schon sagen, nirgendwo ist die Diskrepanz zwischen Reputation und Bedeutung so groß wie bei den Parteien. Ich würde gerne aber nochmal Ihre Eingangsbemerkung mit der zitierten Statistik aufgreifen wollen, weil das ja auch keineswegs eine Momentaufnahme des Jahres 2019 ist, würde man jetzt vielleicht nicht unmittelbar unter dem Eindruck der Ukraine-Lage, sondern Anfang dieses Jahres eine vergleichbare Befragung gemacht haben, hätte sie vermutlich ein sehr ähnliches Ergebnis und schon vor 15 Jahren oder 20 Jahren hat sie ähnliche Ergebnisse gehabt. Daraus wird für meinen Geschmack zu häufig und zu vorschnell geschlussfolgert, aha, allgemeine Politikverdrossenheit. Glaube ich nicht, denn man muss dem eine zweite Zahl gegenübersetzen und dann gewinnt die Geschichte erst Aussagekraft. Bei allen Fragen nach der Verfassung haben wir stabil haushohe Mehrheiten, die 75% plus minus x betragen, von Leuten, die befragt sagen, was halten Sie vom Grundgesetz? Ist das eine vernünftige, eine unvernünftige Verfassung? Würden Sie das gerne durch welche andere auch immer ersetzen? Da sagen stabil über die Wahlperioden hinweg, unabhängig von Parteipräferenzen, die allermeisten Befragten, jawohl, das ist eine vernünftige Ordnung. Und wenn von den gleichen Leuten ein Drittel, wenn wir jetzt mal auf die 50% mit der vorhin genannten Statistik zurückkommen oder vielleicht auch mehr sagen, aber mir gefallen die Leute nicht, die ich da sehe, mir gefällt das Handeln der Regierung im Allgemeinen oder in diesem konkreten Punkt nicht, ich bin von der Performance des Parlaments überzeugt, ist das doch nicht Nachweis von Politikverdrossenheit, vielleicht ist es Nachweis von Urteilsvermögen. Wenn man sozusagen diese beiden Fragen auseinanderhalten kann, ich bin mit diesem System einverstanden, aber mit der Art und Weise nicht, in der es stattfindet, ja, ist das doch nicht Politikverdrossenheit, sondern es ist die kritische Auseinandersetzung mit dem Funktionieren eines Systems. Ja. Man kann ja auch, der Vergleich ist ja zugegebenermaßen auch vielleicht ein bisschen schräg, regelmäßiger, überzeugter VW-Fahrer sein und trotzdem die Performance des Unternehmens über einen beachtlichen Zeitraum gotterbärmlich finden, mhm, beispielsweise. So. Ja. Ja. Ist keine Autofeindlichkeit, wenn man den Dieselskandal für unerträglich hält, beispielsweise. Ja. Ich glaube auch, dass der Begriff Politikverdrossenheit zu oft und zu leicht verwendet wird. Ich bin auch sehr froh, dass es grundsätzlich diesen großen Zuspruch gibt zu dem repräsentativen parlamentarischen System, das wir haben. Aber trotzdem gibt es doch eine erstaunliche Anzahl an Nichtwählern und viel zu viele AfD-Wähler, viel zu viele Leute, die wir an ein Spektrum, an einen Rand geraten lassen und die sich nicht mehr abgeholt fühlen von der Politik. Und die Frage muss erlaubt sein, liegt das nicht daran, dass die Schere zwischen Arm und Reich substanziell seit 30, 40 Jahren gleich bleibt, vielleicht noch größer bleibt und dass Menschen, die sich von der Politik wirtschaftlich im Stich gelassen fühlen, auch das Interesse an dieser Politik verlieren? Ja, also ob es eine so, also es gibt sicher eine Korrelation, das will ich nicht bestreiten, aber eine strenge Kausalität zwischen der sozialen, der wirtschaftlichen Lage und der Neigung zur Wahlabstinenz, die gibt es so schlicht nicht. Ich kenne auch viele gut situierte Intellektuelle, die den grandiosen Verzicht auf das eigene Wahlrecht schon für eine mittlere Heldentat halten.
Also es gibt, wie alle Untersuchungen zeigen, in dem sogenannten Bürgertum, also Leute, die nicht betroffen sind von Armut, eine Neigung zur Verachtung von Minderheiten. Beispielsweise sagt der Soziologe Heidmeier, die sind dann ganz nah bei den Systemverächtern und in gefährlicher Nähe auch zu den Rechtsextremisten. Und das sind Leute, die eigentlich genau Bescheid wissen müssten. Und diese Verachtung von anderen Religionen, Rassen, Einwanderern, also dieses Antisemitismus, das steckt da drin. Und das ist bei uns Deutschen besonders gefährlich. Die Sicherheitsbehörden sagen in den Berichten des Verfassungsschutzes, diese rechtsextreme Verhaltensweise ist in Teilen des Bürgertums, in Minderheiten eingedrungen. Und das erinnert mich an die Ende der Weimarer Republik, obwohl wir nicht in dieser Situation sind, wo jedenfalls Teile des Bürgertums die Weimarer Republik nicht verteidigt haben. Und dazu darf es nicht wiederkommen. Wir müssen das sehr genau im Auge haben. Da gibt es auch rechte Intellektuelle, es gibt ganze Netzwerke, die sich gebildet haben. Wir haben eben draußen gesprochen, was geschieht mit der neuen Stiftung der AfD. Wird sie auch gefördert vom Staat? Die macht dann intellektuelle Arbeit, ja, in ihrem Sinne. Also wir müssen sehr, sehr wachsam sein, was sich da entwickelt. Das ist im Sicherheitsbereich bedrohlich, aber auch was die Stabilität unserer Demokratie angeht. Unterschätzen Sie nicht, was Minderheiten bewirken können. Herr Gysi, Sie haben schon oft beklagt, dass es viel zu viele Menschen gibt, die von der Politik sozusagen, die sich abwenden und die wir verlieren. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Also ich sage auch nicht von der Politik, ich sage von den etablierten Parteien. Und zwar von der CSU bis einschließlich der Linken. Ich sage mal 22% Nichtwählerinnen und Nichtwähler. 1%, die absichtsvoll ungültig wählen. 10%, die AfD wählen, was ja auch Ausdruck dafür ist, dass sie mit der etablierten Politik nichts mehr am Hut haben. Also mit den etablierten Parteien. Und dann gibt es noch 8,7% erwachsene Wählerinnen und Wähler, die absichtsvoll eine kleine Partei wählen. Die wissen ganz genau, dass sie nicht einzieht in den Bundestag. Sondern sie bringen ihre Abneigung den Parteien von der CSU bis zur Linken zum Ausdruck. Und darüber müssen wir uns mehr Gedanken machen. Vertrauen, wie Herr Baum gesagt hat, verspielen wir also mindestens durch 4 Punkte. Der erste Punkt ist die falsche Sprache. Also man redet gern im Bundestag von der Veräußerungserlösgewinnsteuer. Und kein Mensch übersetzt das. Und das interessiert sie in dem Moment auch nicht, dass 95% mit dem Begriff nichts anfangen können. Und da ich Anwalt bin, und ich hatte ja nicht nur Professoren, ich hatte auch debile Mandanten, habe ich immer gelernt zu übersetzen, aber auch juristische Sachverhalte und andere. Der zweite Punkt ist ein Strukturfehler in der Politik. Also wenn heute FDP, SPD und Grüne eine Entscheidung treffen, eine politische, haben sie ja dafür Beweggründe. Aber der nächste Tagesordnungspunkt lautet, wie verkaufen wir es an die Bevölkerung? Und dann überlegt man sich eine Begründung, von der man meint, dass sie am ehesten von der Mehrheit der Bevölkerung getragen wird. Das können die wahren Beweggründe sein, es können aber auch ganz andere sein. Und dafür hat die Bevölkerung zunehmend einen Instinkt, dass ihr da nicht die Wahrheit gesagt wird. Und der dritte Punkt ist der ganze Lobbyismus. Das finde ich ja in den USA wieder fantastisch. Da bin ich in Washington gegangen und da kommt ein Mann, da steht auf dem Schild, Lobbyist der chemischen Industrie. Das fand ich wieder. Ehrlich, das ist wunderbar. Das ist bei uns völlig undenkbar. Die würden das immer leugnen, auch wenn sie es 100-mal sind. Ja. Obwohl es sie hier auch gibt. Und natürlich. Klar gibt es sie. Und ich nenne ihn mal. Ich sage erst noch den vierten Grund. Der vierte Grund sind dann die Politikskandale, die es gibt, wo natürlich unzulässig verallgemeinert wird. Wenn 3 Abgeordnete ihr Geschäft mit Masken machen, dann ist es die Politik. Das ist natürlich übertrieben. Es gibt ja auch viele andere Abgeordnete, die das nicht gemacht haben. Trotzdem, wenn wir da nicht konsequent, schnell aufklären und auch zur Verantwortung ziehen, verlieren wir wieder an Glaubwürdigkeit. Deshalb sage ich, das sind so 4 Bereiche, die mich zumindest im Besonderen interessieren. Und ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, wo das sofort jeder merkt. Wir hatten schon 10 Bundesverkehrsminister, die immer wieder gefragt wurden, warum sie keine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen einführen.
Und die Argumente sind fantastisch. Es ist gar nicht bewiesen, dass es dann weniger Autounfälle gäbe und so. Ich weiß gar nicht, warum. Ich würde sagen, hören Sie mal zu, ich hatte schon 10 Anrufe von den Bossen aus der Autoindustrie. Und die sagen mir, dann können Sie keine schnellen Autos mehr herstellen. Dann müssen Sie 10.000 Arbeitsplätze abbauen, wenn ich das einführe. Jetzt will ich es trotzdem machen. Aber nun denke ich natürlich, so, ich verstehe nicht, warum man das nicht sagen kann. Hat man Angst vor den Bossen der Automobilindustrie? Na, wahrscheinlich willst du nicht zugeben, dass sie überhaupt Einfluss auf dich nehmen. Mir würde das gar nicht schwerfallen. Ich würde sagen, Mann, die üben aber einen Druck auf mich aus und ich möchte ohne Schuld sein, dass 10.000 Arbeitsplätze hier verloren gehen. So, also ich verstehe das gar nicht, ehrlich gesagt. Ich sage dir noch ein anderes Beispiel. Bundesgesundheitsminister. Ich werde ihm mal sagen, wie ich es gemacht hätte, ich bin ja einer der ganz wenigen Deutschen, die nicht Virologe sind. Also wir haben inzwischen haben wir etwa 80 Millionen Virologinnen und Virologen, aber ich räume ein, ich bin keiner. Also was hätte ich gemacht? Ich hätte ein Gremium gebildet aus 10 international anerkannten Virologinnen und Virologen. Und die hätten einheitlich meine Meinung gebildet, was ich machen soll. Dann hätte immer im Wechsel, nicht immer der gleiche, das vorgestellt und dann gesagt, ich richte mich danach. Und dann hätte ich die Situation gehabt, dass die unterschiedliche Auffassung gehabt hätten. Dann hätte ich gesagt, kommt bitte beide mit. Und dann hätte der eine gesagt, also wir haben Herrn Gysi gesagt, wenn er nicht das macht, nicht das macht, nicht das macht, wird er zusätzlich 100.000 Infizierte bekommen und vielleicht 3.000 bis 4.000 Tote. Da verträgt er dann aber die Verantwortung. Und dann sagt der andere, ja, und ich halte das für Blödsinn, das passiert überhaupt nicht. Es genügte völlig, wenn er Grundrechte viel weniger einschränkt und nur das und das machte und das wird alles nicht passieren. Und dann hätte ich zu den Journalistinnen und Journalisten gesagt, was soll ich jetzt machen? Sehen Sie mal, ich richtete mich viel lieber nach ihm, weil ich ja weniger Grundrechte einschränke. Aber wenn er recht hat, übernehme ich die Verantwortung für 100.000 Infizierte und 3.000 Tote. Das kann ich einfach nicht. Deshalb muss ich mich nach ihm richten. Und plötzlich würden die Leute verstehen, wie schwer es ist, eine solche Entscheidung zu treffen und welche Überlegungen dahinter stehen. Ich verstehe nicht, warum wir das nicht so transparent gestalten können. Es will nicht in meine Birne rein. Ich möchte auf ein weiteres Defizit hinweisen. Wir sind sehr fixiert auf die Aktualität. Ich habe erlebt, da gab es also eine zögernde Debatte über die Rolle der Pflegeberufe, weit vor der Pandemie. Plötzlich haben wir festgestellt, das ist eine Situation, die so nicht weitergehen kann. Ja, wir haben plötzlich entdeckt, dass es da Leute gibt, die mit geringer Bezahlung einen unglaublich anstrengenden Dienst machen. Das ist plötzlich ins Bewusstsein gehoben worden. Jetzt, wer hat denn gewusst, wann ist das diskutiert worden, dass wir eine solche Abhängigkeit der Energieversorgung von Russland haben? Wer hat denn gewusst, dass die Raffinerie in Schwedt Gazprom gehört und jetzt die hohen Benzinpreise durch Nichtweitergabe jetzt der Ölpreissenkung machen? Also dass im Grunde auch die Gasspeicher in Deutschland in den Händen von Gazprom sind. Wir haben immer über Nord Stream 2 diskutiert. Wir hätten uns überlegen müssen, wie ist denn die Energieversorgung der nächsten Jahre gesichert, auch angesichts der Klimabedrohung? Welche Energien haben wir nicht mehr zur Verfügung? Was müssen wir machen? Das ist sehr lang, überhaupt die ganze Klimakrise ist sehr langsam erst ins Bewusstsein. Also, dass man mal vorausschauend denkt und sagt, hier gibt es Probleme, die wir mal langfristig in das Bewusstsein bringen müssen, in die Entscheidungsprozesse. Jetzt ist natürlich Ukraine das überragende Thema. Nicht? Aber eine Politik, die vorausschaut und mal überlegt mit den Menschen, wie wollen wir, wie können wir künftig leben in dieser Gesellschaft? Worauf müssen wir möglicherweise verzichten? Wie gehen wir mit den Flüchtlingsströmen in der Welt um, mit den ungebremsten Finanzmärkten, also mit der Situation in den nicht entwickelten Ländern, das blenden wir aus. Wir haben das Gefühl gehabt, wir leben in einer wunderbaren Normalität und wir haben nicht gesehen, wie brüchig die ist. Aber hat man es nicht gewusst oder wollte man es nicht sagen?
Das ist also ist auch ein Vorwurf an die Medien, nicht? Wenn sie, die haben also dann Abend für Abend immer nur über die Pandemie geredet. Das ist ja auch verständlich in vielerlei Hinsicht. Leute wollten das wissen. Aber es gibt viele andere Probleme, die die Menschen einfach verstehen müssen. Man muss sie mitnehmen. Man muss den Wähler mitnehmen. Man muss ihnen die Probleme, wie sie geschildert haben, ihnen klar machen, unter welchem Problemdruck und Entscheidungsdruck Politiker stehen, woran sie sich orientieren. Also das ist alles, ist mir alles viel zu kurzatmig. Alles auf den Tag bezogen. Eine Sau rennt durchs Dorf und dann ist sie weg und dann kommt die neue Sau. Nicht? Und dann stürzen sich alle auf ein neues. Sie haben ja beide gesagt, dass von der sozialen Frage das Wahlverhalten nicht abhängig ist. Also das stimmt aber nicht ganz. Denn ich kann mich erinnern, wenn das wir. Das Wahlverhalten sicher, die Wahlbeteiligung. Ja, meinte ich, Wahlbeteiligung. Mhm. Wissen Sie auch warum? Weil ich war mal bei einem Volksentscheid in Hamburg zu Bildungsfragen, wo es genau um die Chancengleichheit für die ärmeren Schichten ging, für deren Kinder. Die sind nicht hingegangen zum Volksentscheid. Das Bürgertum ist fast geschlossen hingegangen und hat mit Nein gestimmt. Da habe ich mich richtig geärgert, ehrlich gesagt. Aber das haben wir nicht geschafft. Das ist dann natürlich auch ein eigenes Versagen. Ich will Ihnen was sagen zu der vorausschauenden Politik. Politik ist, das hängt mit unseren Strukturen zusammen, nicht vorbeugend. Ich werde Ihnen ein Beispiel erzählen. Ich war zusammen mit dem deutschen Generalkonsul im Nordirak in einem Flüchtlingslager. Die Jungs spielten Fußball und die Mädchen standen am Rande. Dann habe ich sie gefragt, wie es ihnen geht. Dann fingen die kollektiv an zu weinen. Der Generalkonsul erschreckte sich, ich erschreckte mich. Da haben wir gefragt, warum sie weinen. Und dann erzählten sie uns, alle Mädchen, etwa 100, hatten einen Lehrer, einen einzigen, der war aber sehr gut. Und der hatte ihnen vor 2 Tagen mitgeteilt, dass die UNO nicht mehr die 50 Dollar hat, um ihn zu bezahlen. Und ohne Entgelt kann er nicht arbeiten und geht. Wenn ich jetzt wieder Vater eines dieser Mädchen gewesen wäre, hätte ich mir sofort überlegt, wohin ich fliehe, damit meine Tochter wieder zur Schule gehen kann. So. Das Problem ist, dass ich an die Kanzlerin geschrieben habe und ich bin ganz sicher, der Generalkonsul über den Botschafter an den Außenminister. Es ist nichts passiert. Warum? Wenn die Kanzlerin damals hingefahren wäre und dort Geld gegeben hätte für das Flüchtlingslager, das war vor 2015, oder sie hätte der UNO zweckgebunden Geld gegeben für diese und ähnliche Zwecke, dann hätte eine stark bebilderte Zeitung geschrieben, dass die unser ganzes Geld im Ausland verpleppert und bei uns fehlen 10 Sachen, die stimmen dann auch, die fehlen alle. Und deshalb ist Politik nicht vorbeugend. Wissen Sie, wann sie zu den Lagern gefahren ist und geholfen hat? Nach 2015. Weil dann gibt es keine bebilderte Zeitung, die was dagegen schreibt. Weil plötzlich alle begriffen haben, wenn wir ihnen nicht dort helfen, kommen sie zu uns. Punkt. Und das ist interessant. Und da überlege ich mir immer, wie man das schaffen kann, vorbeugend Politik zu machen. Und ich wünsche mir das und dann würde ich eben versuchen, der Bevölkerung zu erklären, wenn ich in der Rolle wäre, ich mache das aus diesen und jenen Gründen, noch ist der Schaden nicht da, aber er könnte kommen, wenn wir das und das nicht machen. Und entweder glauben Sie mir, dann habe ich ein Vertrauensverhältnis hergestellt und wenn nicht, wählen Sie mich ab, aber ich habe wenigstens meinen Eid nicht verletzt. Aber das ist schwer in der Politik durchzusetzen. Deshalb haben wir so wenig vorbeugende Politik und immer Nachsorgen. Nach 2015 kannst du dann fast alles diesbezüglich machen. Aber es muss irgendetwas passiert sein, damit es anders in das Bewusstsein der Menschen rückt. Ist die Welt, ich habe bei Ihnen, die Fähigkeit, Dinge klar auszudrücken und sich auch nicht davor zu drücken, sie klar auszudrücken, das empfinde ich, wenn ich Ihnen das Kompliment machen darf, bei Ihnen ganz stark, bei vielen Ihrer Kollegen aus anderen Parteien habe ich das nicht. Die Frage ist, wird die Welt komplizierter und wird es deswegen schwieriger, sie zu benennen und auszudrücken? Oder hat man Angst vor der schlechten Meldung in der Zeitung, vor dem Karriereknick, der droht? Denn wir alle erinnern uns an Zeiten, als Herbert Wehner und Franz Josef Strauß sich gefetzt haben. Nehmen wir mal an, dass eine politische Karriere wie die von Strauß oder Wehner heute wahrscheinlich Strauß nach 2 Wochen beendet wird. Mein bester Wahlhelfer. Der hat mich so angegriffen, dass mir das nur genutzt hat. Ne? Ja. Ich werde nie vergessen, wie er im Bundestag gesagt hat, und Sie, der Wehner zum Strauß, und Sie, Herr Strauß, Sie sind ein Terrorist. Und alle Ihre Parteikollegen verließen den Saal und Wehner stand da und war plötzlich seines Opfers beraubt, konnte gar nicht weiterreden. Also so ging das zu. Also ich hätte gerne 2 Männer zusammen erlebt, Lammert und Strauß. Das hätte ich als spannend empfunden. Haben Sie miterlebt im Parlament?
Ja, natürlich habe ich ihn noch erlebt, aber er hat es dann vorgezogen, sich nach Bayern als Ministerpräsident zurückzuziehen. Ach so, ja, ja. Ist das überhaupt noch möglich heute? Also sind Karrieren in der Politik heutzutage nicht relativ stromlinienförmig angelegt? Und ist das dieses Anecken, das Bewusste, auch das Provozieren überhaupt noch möglich? Also sollte es auch gar nicht mehr möglich sein, vielleicht? Also möglich ist es ganz sicher. Die Verfassungslage ist da wiederum sehr übersichtlich. Ob es weniger wahrscheinlich ist, bin ich mir gar nicht so sicher. Was doch erstaunlich häufig unterschätzt wird, ist, wie schnell der deutsche Parlamentarismus Veränderungen, die es in unserer Gesellschaft gibt, auch in seiner Repräsentanz abbildet. Wir haben heute natürlich andere Typen in den Parlamenten sitzen, ja, ja, als in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren. Das lässt sich immer schon an der Kostümierung mühelos erkennen, aus Debatten, die man früher zu bestimmten Themen geführt hat, die heute kein Mensch mehr führen würde, und anderen, die wir führen, die früher kein Mensch geführt hätte. Und unter diesem Gesichtspunkt ist das Parlament schon nicht ein kompletter, aber doch relativ deutlicher Spiegel der jeweiligen Gesellschaft, einschließlich der damit verbundenen Verhaltensmuster. Auch für die Vergangenheit gilt, dass zu den besonderen Hürden die Politiker im Unterschied zu Wissenschaftlern, zu Unternehmern, übrigens auch Kabarettisten, nehmen müssen, gehört, dass es nicht reicht, dass sie einen pfiffigen Einfall haben. Sie müssen Mehrheiten dafür finden. Ja. Das ist ein kategorischer Unterschied, ja, der notorisch unterschätzt wird. Und diese Notwendigkeit gab es natürlich für frühere Politikergenerationen auch. Aber ich glaube schon, das haben Sie ja in Ihrer Frage auch angedeutet, es sind mehr Fragen komplexer geworden, als das früher der Fall war. Und deswegen ist die Chance auf eine vergleichsweise oder auf eine scheinbar einfache Frage, eine rundum überzeugende Antwort zu finden, objektiv kleiner geworden. Ja. Sondern man ist in immer mehr Sachverhalten, in der Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Sozialpolitik, Steuerpolitik, immer häufiger mit einer Reihe von Optionen konfrontiert, die alle nicht so richtig überzeugen. Am Ende muss man sich aber für irgendeine Option entscheiden. Und deswegen teile ich an der Stelle die Einschätzung von Gregor Gysi. Der Erklärungsbedarf war nie größer als heute. Ja. Ich neige sogar dazu zu sagen, unter den vielen unterschiedlichen Qualifikationen, über die ein Politiker verfügen sollte, ist diese Kommunikationsbereitschaft und Fähigkeit vielleicht die wichtigste einzelne geworden. Ja. Also, wir dürfen auch nicht unterschätzen, welchen Einfluss das Internet hat. Das gab es als meinungsbildendes Instrument ja klar, überhaupt nicht früher. Welchen Einfluss? Und im Internet, das Internet. Ach, das Internet. Im Internet. Im Internet, im Internet so sieht Begeisterung wird die Komplexität, die Komplexität unserer Lebensverhältnisse vereinfacht. Da gibt es vereinfachte Lösungen. Ja. Die sollen sehr Politiker einfach gefälligst machen und darauf auch. Also es gibt eine gewisse Kompromissferne. Politik, das haben Sie eben lebt vom Kompromiss. Man muss sich wirklich mit anderen, die nicht der eigenen Meinung sind, man muss sich mit denen verständigen. Und man muss hinterher seinem eigenen Wähler sagen, dass man sich nicht hat voll durchsetzen können. Das ist auch schwierig. Also, dass Politik nicht die reine Lehre ist, dass man nicht da durchmarschieren kann, sondern dass man sich an anderen orientieren muss, ein ganz nützlicher Prozess, weil es auch neue Argumente gibt. Und also, dass das nicht so einfach ist. Das Schlimmste ist, wenn jetzt komplexe Lebensverhältnisse einfach vereinfacht werden, auf einen Punkt gebracht werden und dann gesagt hat, dahin muss es gehen. Und das ist realitätsfern. Das ist auch Demokratie fern. Demokratie lebt von Kompromissen. Also eine der Schwächen meiner Partei, wenn sie irgendwo mitregiert hat, bestand immer darin, dass sie erst einen Ursprungswunsch hatten, die hatten einen anderen, und dann finden sie einen
Kompromiss. Und dann verteidigen Sie nur den Kompromiss. Ich würde immer sagen, eigentlich wollte ich das. Das habe ich aber nicht gekriegt. Wir haben das gekriegt. Damit bin ich aber auch noch einigermaßen zufrieden, weil es das und jenes bringt. Aber wenn du immer vergisst zu sagen, was du eigentlich wolltest, bist du für die Leute gar nicht mehr wahrnehmbar. Weil du denkst dann, jetzt habe ich ja den Kompromiss gemacht und ich darf nichts anderes mehr vertreten. Ja, das stimmt doch gar nicht. Und das habe ich immer versucht, also in Brandenburg und auch sonst zu erklären. Ist allerdings ein bisschen schwierig. Ja, aber es ist im Übrigen auch in unserem Mediensystem immer schwerer möglich. Richtig. Also ich habe zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt für mich daraus auch eine beinahe ultimative Schlussfolgerung gezogen, dass man zu komplexen Fragen für Nachrichtensendungen aller Art von privaten wie öffentlichen Medien die generösen 30 Sekunden angeboten bekam. Mhm. Dann habe ich immer gesagt, wenn Sie jemanden finden, der diese Frage in 30 Sekunden beantworten kann, nehmen Sie ihn. Ich kann's nicht. Ja. Die finden aber immer Dove, die es vermeintlich können. Übrigens, mein Lieblingsinterview mit Willy Brandt, der ihm gesagt hat, wir haben nicht viel Zeit, ja, also wir müssen ganz kurz antworten. Und dann sagte der nur, ja, nein, weiß ich nicht. Das hat mir gefallen. Der Journalist wurde natürlich fast verrückt. Diese 1,30, wissen Sie, warum ich Bücher schreibe? Weil es gibt immer mehr Politikerinnen und Politiker, die dürfen sich ja nur ins 1,30 äußern, eine Minute 30 Sekunden, und irgendwann kannst du auch nur noch in 1,30 denken. Und ich schreibe Bücher, um zu wissen, ob ich noch weiterdenken kann. Verstehen Sie, so als Test für mich selbst. Aber in Wirklichkeit ist das auch ein Problem, das Verhältnis der Medien. Und die Medien sind auch zu wenig fordernd. Zum Beispiel Nachfragen gibt es in Talkshows nicht. Da sagt einer eine These, die ist eigentlich blödsinnig, und jetzt müsste eine Nachfrage, die kommt nicht. Der einzige Rundfunksender, der das gelegentlich noch macht, ist der Deutschlandfunk. Die haben auch mehr Zeit und die stellen auch Nachfragen. Kann auch unangenehm sein, habe ich auch erlebt, so ist es nicht. Aber das muss die Herausforderung sein im Gespräch mit Politikern. Du kannst das nicht immer einfach so stehen lassen. Ja. Und dann will ich auch noch auf was hinweisen. Es hängt auch immer von der Zeit ab. Sehen Sie mal, nach 45 kamen eben Politiker wie Konrad Adenauer, wie Kiesinger, wie Wehner, wie Brandt und Weizsäcker. Die unterschiedlichsten Biografien, aber wirklich die unterschiedlichsten Biografien. Und die stießen ja alle aufeinander. Und das waren natürlich auch extrem unterschiedliche Sichten. Also wenn ich an Willy Brandt und Kiesinger denke, es war für mich mit der spannendste Wahlkampf, obwohl ich noch DDR-Bürger war, in der Bundesrepublik Deutschland. Und zwar ganz einfach, weil die Hälfte der Bevölkerung empfand Willy Brandt, der ja unter seinem Decknamen antrat und der in Norwegen Streitkämpfen gegen die deutsche Wehrmacht gekämpft hat, als Vaterlandsverräter. Ja, dann diffamiert. Ja. Und als uneheliches Kind, muss man sich mal vorstellen. Auch noch so ein Skandal. Und dann kam hinzu, dass Kiesinger nun in der NSDAP war und Abteilungsleiter meines Herrn. Und wenn du so willst, zwei Biografien, ich habe gar nichts gegen Kiesinger, da bin ich nicht falsch verstanden, da geht es mir gar nicht. Aber zwei so unterschiedliche Biografien stießen aufeinander, einen so spannenden Kulturwahlkampf. Dann auch noch um Außenpolitik hat es, glaube ich, vorher oder nachher nicht gegeben, zumindest erinnere ich mich nicht daran. Und das hat die Bundesrepublik Deutschland kulturell enorm verändert. Die Wahl von Willy Brandt für eine bestimmte Zeit und die veränderte Ostpolitik mit Hilfe der FDP, das war eine dramatische und wichtige kulturelle Veränderung in der Geschichte der Bundesrepublik. Die ganze sozialliberale Koalition hat die Republik modernisiert. Schön, dass Sie den Anteil der FDP erwähnen. Ja. Also als ich Sie gesehen habe, fiel mir vor Schreck ein. Aber ich dachte auch an Walter Scheel. Ja. Also ich sage dann, ins Äußerste getrieben, ohne uns wäre weder Brandt noch Schmidt Bundeskanzler geworden. Das ist nicht wahr. Ja. Das muss man mal sehen. Vielleicht werden Sie auf das andere Weise. Das fragen die Sozialdemokraten ja auch als Entschuldigung mit vor. Mit Ihnen dann. Aber ich finde, dass die interessanteste Kontroverse nach dem Kriege war zwischen Adenauer und Schumacher. Nicht? Der Adenauer, das war ja der große Konkurrent. Der hat also mal herausgespürt, kann ich mit dem Schumacher Politik machen? Und dann hat er festgestellt, das geht nicht. Und also dann haben sie ja die Ämter aufgeteilt, also die Claims abgesteckt der neuen Republik.
Und es kommt also sehr darauf an, wie diese unterschiedlichen Menschen dann miteinander umgehen, wie sie miteinander können. Es kommt sehr auf einzelne Personen an der Politik, in der ganzen Weltgeschichte. Nicht, wenn Trump wiederkommt, können wir uns ja vorstellen, was da passiert. Furchtbar. Aber nach dem Ende der Diverwasser-Ausspannung, die ganzen alten politischen Eliten gingen ja nicht mehr. Du brauchtest aber ein bisschen Elite. Plötzlich wurden zwei Berufsgruppen spannend. Pastoren und Pastoren und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. So viel habe ich noch nie da vorne gesehen wie am Ende der DDR. War auch witzig. Und eine Physikerin. Das war aber die Ausnahme. Es kommt, es ist noch ein Phänomen, aus meiner Sicht zu erwähnen, wenn wir die Berichterstattung uns vor Augen führen, wird zu Recht auf das Unerledigte, das Anstößige, das Aufzuklärende hingewiesen und weniger auf das, was geleistet worden ist. Ja, also man vergisst ganz schnell, dass Dinge in Ordnung gebracht sind oder Krisen vermieden worden sind. Man kann eine Krise, die ausgebrochen ist, darstellen, aber eine vermiedene durch kluge Politik ist schwerer darzustellen. Da brennt nichts, da rollt kein Panzer. Nicht? Also, dass man auch mal klar macht, Politik erreicht etwas. Nicht? Nicht nur für die einzelne Partei, sondern für unser Gemeinwesen. Aber könnten die Leute das nicht spüren und sind das nicht vielleicht die 70-80%, die Herr Lammert erwähnt hat, die grundsätzlich Vertrauen in dieses System haben? Ja, ich weiß nicht. Also ich bin auch im Zweifel, ob das so unerschütterlich ist. Wissen Sie, vielleicht bin ich da geprägt durch Erfahrung. Ich beobachte genau das Verhältnis der Deutschen zur Freiheit. Das war in der Geschichte ja nicht so doll. Wir haben keine Revolution gehabt, mal abgesehen von der, keine erfolgreiche, mal abgesehen von dem, was hier in der DDR passiert ist am Ende. Das würde ich sagen, das war eine erfolgreiche. Also das heißt, wir sind die einzigen aber Vorbilder. Aber sonst haben wir, das wir, haben keine, so wir haben keine wirkliche Revolution gehabt. Wir haben immer auf der Seite derjenigen gestanden, die dann die Revolution bekämpft haben. Also ich finde, das Verhältnis der Deutschen zur Freiheit, das beobachte ich. Wo sind da Schwachstellen? Wo? Und das ist, mit unserer deutschen Vergangenheit ist das ein besonders sensibles Thema. Das ist unser Thema, nicht das Thema anderer Völker. Das ist unser Thema. Nicht? Und deshalb müssen wir da besonders wachsam sein. Dass in Deutschland überhaupt wieder Rassismus und Antisemitismus zu bekämpfen ist, nach dieser Erfahrung, dieser schrecklichen Nazi-Barbarei, ist unfassbar. Nicht? Könnte das vielleicht daran liegen, dass wir mit Demokratiebildung zu spät anfangen? Also in der Schule zum Beispiel? Ich kann den Unterricht nicht so beurteilen, aber ich finde auch, dass wir in der Bildung viel mehr auf Demokratiefähigkeit und auch achten müssen und auch die Vorzüge der Demokratie, von meinetwegen auch ein paar Nachteile, das ist gar nicht weiter schlimm. Wenn ich aber die grundlegenden Vorzüge immer würdige. Ich habe mit drei Leuten gesprochen, die Erdogan gewählt haben. Und dann haben die mir gesagt, das ist interessant, das erste Argument, der sagt was und 6 Wochen später passiert es. Wollte ich für 2 Jahre gequatscht, bevor überhaupt mal was passiert. Sage ich, und ihr wollt auch das, was er will. Ja, sage ich, was macht ihr, wenn der Dinge will, macht die ihr nicht wollt? Gucken Sie mich an. Der Vorteil einer Demokratie besteht ja nicht nur dass ich jemanden wählen kann, sondern dass ich auch jemanden abwählen kann. Und die Möglichkeit wird er euch nehmen. Darüber müsst ihr mal wirklich nachdenken. Aber das ist nicht so leicht, habe ich festgestellt, wenn die da eine bestimmte Vorstellung haben. Und das ist auch bei anderen Menschen nicht so leicht mit dem Begriff der Freiheit. Die eigene Freiheit ist immer wichtig, aber die des anderen ist nicht ganz so wichtig. Und das zu begreifen, dass du diese Freiheit genauso zu respektieren hast wie deine und wenn dir Normen verletzt und dafür zur Verantwortung gezogen werden muss, dass das auch wieder Grenzen hat, dass du immer Maß wahren musst, das ist eine schwierige Kunst. Aber das bist du als Rechtsanwalt eben geschult, weil du ständig damit zu tun hast, wo du auch sagst, das ist so überzogen in diesem Fall. Und in einem anderen Fall nicht, warum wir zum Beispiel jede Fahrt mit dem Bus ohne Fahrschein als Straftat würdigen und nicht eine Ordnungswidrigkeit draus machen oder so. Also dann hochbezahlte Staatsanwälte und Richter beschäftigen wir mit lauter Mist, ja, anstatt mal mit dem wirklich wichtigen Problem. Aber okay, das sind alles andere Fragen. Plus trotzdem, das ist für mich eben auch interessant, dass ich das spüre, dass die Menschen dazu ein sehr unterschiedliches Verhältnis haben, und zwar je nach Situation.
je nach Situation. Hast du einen unangenehmen Nachbarn? Denkst du über lauter Sanktionen nach, die man sich einfallen lassen müsste, um den zu bremsen? Wenn du den nicht hast, denkst du natürlich anders nach. Das heißt, wir unterschätzen immer die konkrete Situation von Menschen. Und da müssen wir helfen, auch in der Bildung, auch in den Medien übrigens, auch in der Kunst und Kultur. Ja, ich will Ihnen ein Beispiel erzählen. Ich war in Kairo, da waren wir zu 6, 3 BKA-Leute, ein Dolmetscher, ein Mitarbeiter und Icke. Und das war gerade Ramadanzeit. Und irgendwann rief der Mullah, dass die Sonne untergegangen ist und dann aßen sie das erste Mal am Tag. Und an jedem Tisch, an dem wir vorbeikamen, wir waren zu 6, das waren immer Familientische, luden die uns immer ein, zu 6 mitzuessen. Ich weiß gar nicht, woher sie dann die Essenmengen nehmen, aber wahrscheinlich alles da. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Und dann habe ich im Bundestag gefragt, wann haben Sie denn das letzte Mal das Fenster aufgemacht und 6 Ägypter reingebeten zum Abendbrot? Da habe ich gesagt, okay, ich verstehe, das entspricht nicht unserer Kultur. Dafür sind ja viele ehrenamtlich tätig. Aber ich habe einen leitenden Journalisten gefragt, warum solche Bilder nicht mal gezeigt werden, sondern ich sehe immer nur Islamgläubige, die so laut nach Allah rufen, dass mir schon ganz komisch wird, oder sie sprengen sich in die Luft. Aber die weit über 90% Normalen, die freundlich sind, die hilfsbereit sind, die dich zum Essen an, die sehe ich nicht. Und wissen Sie, was er zu mir gesagt hat? Das ist keine Nachricht. Und weil wir gerade so viel Rassismus und auch Antisemitismus dieser Zeit, habe ich zu ihm gesagt, vielleicht ist es im Augenblick doch die wichtigste Nachricht. Also da müssen dann auch die Medien ein anderes Bild zeigen. Ich will noch einen Gesichtspunkt einführen zu unserer demokratischen Zukunftsfähigkeit. Gehört Weltoffenheit. Es gibt ja eine Tendenz, wieder in die Heimat zurückzukriechen. Ja, was haben wir damit, den Welthändeln zu tun? Was geht uns das an? Wir sind mittendrin. Und die Weltoffenheit bedeutet zunächst einmal, dass wir wahrnehmen müssen, was in der Welt passiert. Ich komme zurück, da gibt es China, eine neue Weltmacht. Vorsicht, ja. Dann gibt es die Amerikaner, die sich eine Zeit lang jetzt ganz auf China konzentriert haben, im Moment wieder mehr auch auf Europa. Welche Rolle spielen wir eigentlich, Europa? Wie überleben wir politisch? Wie überleben wir ökonomisch? Das sind ganz wichtige Themen. Wir müssen wahrnehmen, das haben wir ja, was die amerikanische Gesellschaft angeht, in der Beobachtung von Trump und so weiter gemacht. Beobachten wir mal, was China macht, was China jetzt in diesem Konflikt macht, welche Interessen die haben. Die sind sehr viel pragmatischer, sind keine Ideologen wie der Putin. Aber wie werden sie sich jetzt einstellen? Wir sind abhängig von Beziehungen weltweit, unserer Export, unserer Handelsbeziehung. Und China auch. China ist abhängig von Handel mit Amerika, mit uns. Anders als Russland. Russland ist ein Rohstoffexporteur, ein ökonomischer Zwerg. Die haben ein Wirtschaftsvolumen so groß, unter dem von Italien, muss man sich mal vorstellen. Das ist ein hochgerüsteter Monster und ein ökonomischer Zwerg. Übrigens auch eine Motivation von Putin, sich Größe zu erobern. Nicht? Also bitte nicht nur hier unsere Probleme. Wir müssen über den Tellerrand unseres Landes hinaussehen, wenn wir die Zukunft bewahren wollen, wenn wir die Zukunft gestalten wollen. Das Tragische an dem Ukraine-Krieg ist ja auch, dass all das, was so die Linken und nicht nur die jahrzehntelang geglaubt und beherzigt haben und diskreditiert wird, der Wandel durch Annäherung und Gespräche und Verträge machen und dass es besser ist, Handel zu treiben, als das wird alles so unter Generalverdacht gestellt dadurch, weil man es immer inzwischen in der Rückschau als Appeasement bezeichnen kann oder sehen will. Also einige. Wandel durch Annäherung haben wir ja damals gemacht. Damals mussten wir uns wandeln. Wir mussten die Kriegsfolgen anerkennen. Wir mussten die Oder-Neiße-Linie anerkennen. Also wir mussten uns auch damit abfinden, dass es, damit haben wir ja begonnen, die DDR zunächst mal anerkannt haben. Also das ist, wie sollen wir uns heute politisch wandeln? Nicht? Wir sind ein friedliebendes Volk, aber das ist nicht gleichzusetzen mit der Brandschen Ostpolitik. Da wehre ich mich dagegen. Das ist eine andere Situation. Und also wir dürfen uns da nicht verführen lassen in alte Verhaltensmuster. Und Wandel durch Handel, ich meine,
Im Grunde hätten wir ja aufwachen sollen nach der Besetzung der Krim. Das hat ja einen Schritt nach dem anderen gemacht. Georgien, Abchasien, dann die Krim, dann immer sind wir belogen worden. Ostukraine, das sind die selber, da gab es keine Russen. Und also immer einen Schritt nach dem anderen gemacht worden. Und wir haben gesagt, na ja, vielleicht ist es jetzt zu Ende. Und da sind wieder zur Normalität zurückgekommen. Das ist ein Fehler aus heutiger Sicht. Ja? Müssen wir sehen, wir müssen wachsamer werden. Also Sie haben von der Brandschen Ostpolitik gesprochen. Ich muss Ihnen sagen, dass Herr Scheel auch daran beteiligt war. Bitte? Herr Scheel war auch daran beteiligt, an der Ostpolitik. Nein, ich meine, weil Sie vorhin gesagt haben, war ja richtig. Nur kann man das nicht heute übertragen. Nein, natürlich nicht. Die war ja goldrichtig. Die war ja auch notwendig. Die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges mussten auch durch die Bundesrepublik Deutschland anerkannt werden. Und die Hallstein-Doktrin musste aufgegeben werden. Natürlich. Das Problem war ja, dass mir Egon Bahr erklärt hat, Wandel durch Annäherung, durch den Mauerbau. Er hat gesagt, also er machte das natürlich auch ein bisschen zynisch. Er sagte, na, das war eine gute Struktur, die DDR bildete sehr gute Ingenieure und Ärztinnen und Ärzte aus. Und die kamen dann immer zu uns. Wir haben sehr besser bezahlt, aber die Ausbildung hat uns nicht gekostet, hat ja immer die DDR gemacht. Und plötzlich sagt er, kam die Mauer. Also er war ja in West-Berlin. Und mit der Mauer kamen die nicht mehr. Und da haben sie begriffen, jetzt brauchen sie Beziehungen zur Regierung, gerade wenn sie den Menschen im Osten noch helfen wollten. Und natürlich auch denen, die Angehörige hatten im Westen. Das ist wirklich auch interessant, wie aus einer negativen Erscheinung plötzlich eine Erkenntnis resultieren kann. Notgedrungen. Notgedrungen. Und mit der Menschheitsfrage will ich nur eins sagen. Die soziale Frage war schon immer auch eine internationale, aber überwiegend natürlich eine nationale Frage. Aber nun ist das Handy erfunden worden. Wir haben doch in Europa so gelebt, wie wir gelebt haben, weil viele Menschen in Afrika gar nicht wussten, wie wir leben. Nun haben sie aber ein Handy. Plötzlich haben wir einen weltweiten Lebensstandardvergleich. Damit ist die soziale Frage zu einer Menschheitsfrage geworden. Und alle die Rechten wie AfD wollen das ja nicht wahrhaben und versuchen wieder in den alten nationalistischen Rahmen zurückzukehren. Ja. Selbst wenn man das wünscht, ich wünsche es gar nicht, also es ist nicht möglich. Zurück zum Stammesfeuer. Ist einfach vorbei. Ja. Und das zu begreifen ist schwer. Und natürlich tun die Regierungen immer auch so, als ob sie das alles selber entscheiden können. Das ist aber ein schwerer Irrtum. Und das verstehe ich wieder ja nicht. Ich bin ja viel unschuldiger, wenn ich nicht alles selber entscheiden kann. Also ich würde immer diese Entschuldigung nutzen, aber machen Sie nicht. Ja. Herr Lammert, so kurz zum Schluss würde mich noch interessieren. Ich habe oft gehört, zurück zur deutschen Politik, zum Bundestag, dass viele Menschen sozusagen sich gar nicht wirklich interessieren für das, was da abläuft in dem Bundestag. Hat sie diese leeren Ränge, hat sie das mal geärgert? Gewöhnt man sich daran oder? Also jedenfalls ist das eine der eher dritt, wenn nicht viertrangigen Fragen. Ja, absolut. Wenn die Volkskammer getagt hat, was selten genug vorkam, war der Laden voll. Ja. Hatte mit einem Parlament aber nun wirklich nichts zu tun. Wenn Sie ins britische Unterhaus gehen, in die französische Nationalversammlung. Nach dem 18. März stimmt das nicht mehr. Das ist wahr. Das aber ist wahr. Davor, ja. Diese Differenzierung bestätige ich ausdrücklich. Also wenn Sie ins Unterhaus gehen oder in die Assemblée Nationale, ins italienische Parlament oder in den amerikanischen Kongress. Also ich werde nie vergessen, ich habe vor inzwischen sicher eher 20, 25 Jahren mal eine legendäre Sitzung im britischen Unterhaus mitgemacht, wo ich ganz irritiert war, dass die Bude voll war und begann ein schlechtes Gewissen über unsere in der Regel dürftige Beteiligung zu entwickeln, bis ich dann sah, dass wie in der Haydnschen Abschiedssinfonie einer nach dem anderen am Speaker vorbeiging und sich verdrückte und am Ende blieben genau zwei Leute über. Dann habe ich mir hinterher erklären lassen, wie das denn alles zusammenhing und habe mir gesagt, ja, das sei die letzte Sitzung des amtierenden Speaker gewesen, deswegen seien alle da gewesen, um sich von ihm zu verabschieden. Ja, und danach war noch einer von der Regierung da und einer von der Opposition und alle anderen hatten auch eigentlich mit dem Thema, was dann da aufgerufen wurde, weiter nichts zu tun. Also es sieht natürlich entschieden besser aus, wenn ein Parlament voll ist. Aber wenn von
25, 30, 35, 40 und manchmal noch mehr Tagesordnungspunkten, die an einem typischen Donnerstag einer Sitzungswoche auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages stehen. Und von dem selbst ein Übermensch, der in Parlamenten übrigens auch selten vorkommt, die paar wenigen, die es gibt, würden übrigens auch nicht gewählt, wieder ein anderes Thema. Aber selbst ein Übermensch wäre nicht in der Lage, zu all diesen aufgerufenen Sachverhalten auch nur das Problem zu beschreiben, geschweige denn die Frage zu beantworten, welche Lösungsalternativen da nun eigentlich zur Debatte und zur Abstimmung stehen. Dann ist völlig unerheblich, ob zu allen diesen Punkten alle da sind. Ja. Wichtig ist, dass die da sind, die sich mit diesem Thema meist Wochen, manchmal monatelang beschäftigt haben und die in ihren Fraktionen für ihren eigenen Lösungsvorschlag die Zustimmung des Restes der Truppe bekommen haben. Deswegen ist das Ganze optisch, wie ich einräume, ein Problem, aber es ist grundvernünftig. Nein, ich persönlich hätte die... Herr Lammert, ich hätte die Erklärung, die Sie jetzt gerade gegeben haben, die hätte ich gern mal gehört. Einfach. Ich glaube, das wäre sehr nützlich gewesen für die Situation. Vielleicht hätten Sie mich früher einladen sollen, hätte ich es Ihnen auch früher erklären. Wahrscheinlich. 15 Jahre früher. Ja. Dann wissen Sie, die eigentliche Arbeit der Abgeordneten ist ja nicht sichtbar. Zum Beispiel in den Ausschüssen. Da sind die Medien ausgeschlossen. Meine Fraktion will immer mehr Transparenz. Ich habe meine Bedenken. Wissen Sie auch warum? Da machen wir Vorschläge und da sagt dann auch die Union, das ist nicht unvernünftig. Das ist viel logischer, wir formulieren das um. Das würden die ja nie im Plenum sagen. Ja. Und nie vor einer Fernsehkamera. Klar, ja. Aber ohne Fernsehkamera kannst du die eine oder andere kleine Korrektur, konnten wir sogar als PDS schon durchsetzen. Und das ist ganz interessant. Und der Haushaltsausschuss tagt manchmal 12 bis 14 Stunden. Aber davon kriegen ja die Bürgerinnen und Bürger nichts mit, weil ja keine Medien dabei sind. Und deshalb muss ich da die Abgeordneten immer ein bisschen verteidigen. Auf der anderen Seite sage ich, wir sind viel zu groß. Also 735 Abgeordnete, das nicht fand ich... zu groß, aber zu viele. Ja, zu viele, ja, das stimmt. Das wird ja jetzt hoffentlich geändert, nicht? Ja, ich hoffe es sehr. Der Widerstand der CSU endlich mal überwunden wird. Wissen Sie, das Problem ist einfach, wir könnten das Wahlrecht so ändern, dass ich bin immer so für 600. 299 Wahlkreise und dann nochmal 299 von der Liste. Also halbe, halbe, dann sind wir bei 598 oder 94, 96 und dann ein paar Überhangmandate, dann bist du eben bei 600, 601, das geht noch. Aber den besten Vorschlag von Schäuble fand ich übrigens, als er gesagt hat, naja, wenn es so viele wären, stelle ich Container auf. Da habe ich mir vorgestellt, die ganze AfD-Fraktion hat in Containern aber niemand hat aber das niemand abgeschreckt gewesen. Ja. Aber es hat niemand das Problem sichtbar gemacht. Ja, es hätte das Problem sichtbar gemacht. Ja, es ist einfach zu viel. Es ist wirklich zu viel. Übrigens hat sich die Kultur verändert. Wissen Sie, was interessant? Ich habe eine ganz schlechte Angewohnheit gehabt. Zum Beispiel habe ich immer bei den Kollegen im Fahrstuhl so gemacht. Also bei den Männern haben ja immer die Tasche hier so verknüllt. Und dann habe ich immer so gemacht, egal ob ich sie kannte oder nicht. Die haben sich immer im ersten Moment erschreckt und dann mussten alle lachen. Kann ich nicht mehr machen wegen der blöden AfD. Warum? Na, weil ich ja nicht weiß, ob das einer von der AfD ist und bei dem würde ich ja nie so machen. Verstehen Sie? Ja, damit ist meine schöne Taschenkultur kaputt gemacht. Ja. Das ist schon tragisch. Ist mir auch aufgefallen, wie viele nicht umgedrehte Taschen da inzwischen zu sehen sind. Das ist schon erstaunlich. Das liegt daran. In einem leeren Parlament wird einer, der da dort noch sitzt, gefragt, warum sind die denn noch da? Sagt er, ich bin der nächste Redner. Ja. Übrigens ist es auch so, dass natürlich, wenn namentliche Abstimmungen sind, wird der Saal voll. Das ist auch besonders angenehm, wenn du als Letzter sprichst, du hast zwar einen vollen Saal, aber keine Sau hört zu. Ja. Komm, die quatschen alle durcheinander etc. Du kriegst dann auch keine Ruhe in den Laden ein. Da hat er sich zwar sehr viel Mühe gegeben, weil er eben wirklich Parlamentspräsident war, aber die Abgeordneten sind, wie sie sind. Da gibt es ja Tricks. Sie können Ihre Rede vorher veröffentlichen, Sie können sie Protokoll geben. Da im Grunde können Sie dann nach Hause gehen. Aber Sie haben eine Publizität, die Sie selber herstellen. Sie brauchen den Saal nicht. Wenn es interessant ist, wird das mitgenommen. Und sonst reden Sie in einen leeren Saal hinein. Das ist überhaupt kein Vergnügen, nicht? Zu später Nachtstunde da irgendwas auszubreiten und dann noch das Protokoll zu korrigieren. Aber das ist der Parlamentarismus, muss man hinnehmen. Und ich stimme Ihnen zu. Das Bild ist natürlich für einen
Unbeteiligten irgendwie erschrecken. Das muss man immer wieder erklären. Nicht? Das muss man einfach sagen. Es geht nicht. Kann ich auch. Ich war 23 Jahre im Parlament. Es geht einfach nicht. Auch von der Arbeitskraft her nicht. Und es ist sinnlos, sich bei einer Agrardebatte da in Einzelheiten einzu. Man kommt gar nicht mit, was da gesagt wird. Das ist nicht komisch. Ja, ich bin Facharbeiter für Rinderzucht. Ja, also das ist nun schon erforderlich. Ja. Nein, aber in Wirklichkeit ist es so, dass man die eigentliche Arbeit der Abgeordneten nicht sieht, die wird unterschätzt. Natürlich gibt es fleißige und faule Abgeordnete, wie in jedem Beruf, auch bei uns, ganz klar. Es gibt solche, die viel in Anspruch genommen werden, andere, die viel weniger in Anspruch genommen werden. Aber das ist alles nicht mein Problem. Mein Problem ist, wie wir eben übersetzen, was wir dort machen, wirklich verständlich machen und das immer wieder. Heute hatte ich die kürzeste Redezeit in meiner Geschichte im Bundestag, eine Minute, und zwar zur Impfpflicht. Und das war auch interessant, gerettet hat mich wieder mal die FDP, weil einer von der FDP eine Zwischenfrage stellte. Das war fantastisch, weil dann kannst du natürlich länger auf die... Haben sich richtig ausgebreitet dann. Ja. Ich hab dann zu ihm gesagt, stellen Sie mal die Frage so, dass ich den Rest hier noch unterbringen kann. Dann haben wir das jetzt mal gestoppt, vom Beginn meiner Rede bis zur Unterbrechung durch die Präsidentin. Seine Frage, meine Antwort darauf und danach exakt eine Minute, also wenn ich die Zeit rausnehme. Und das wusste ich nicht, dass ich das kann. Ja. Ich bin etwas erstaunt von mir. Vielleicht ist es, das haben Sie in meiner Amtszeit eben auch noch nicht gekonnt. Ja, das stimmt. Ich brauchte mehr Reife. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Herr Lammert. Ich finde, da schließt sich der Kreis. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Applaus für Herrn Lammert, Herrn Baum, Herrn Giesig. Thank you.